Da siehst du jetzt gleich was rausgeht, der aus anderen Kreis. Unsere Schwester ist. Da schau. Wo ist deine Jause? Ja, wo die Ich muss mich nur mal lachen. Sagst du schon auf den Sorge? Ey, der ja, die Jause. Ja, gut. Ja, herrlich. Ah, da, ja. Stands. Da oben ist die Straße, genau. Ja. Ja. Ja, hast du uns eh ein Foto geschickt, glaube ich. Ja, wir fahren jetzt relativ oft einmal. Da geht doch hin, oder so fahren wir alles mit Zuges mittlerweile. Total einfach. Ja, okay. Ja, ich bin da. Ja, noch ein bisschen. Ich bin froh, dass die Sonne scheint. Wenn es regnet, macht das eh keinen Spaß. Nein. Ja, jetzt zeigen. Ja, jetzt sind wir noch versteckt. Ich merke mal, wenn keine Pizza. Wisst ihr, wer nicht? Ich weiß einen. Nein, von dir, sondern einen. Nein, ich will einen. Was? Ich weiß einen. Das siehst du mich beim Autofahren alles gar nicht. Nein, Österreich und da wollte die ganze Schiene nicht zeigen. Ja, und da wollte ich noch die Bahnstrecken anrennen. Ja, ob Klein Reifling ist jetzt die Gesäusebahn. Ich erzähle dir jetzt einen Witz. Du hast alle Dingstationen drin, und da war das nur, damit es Klein Reifling setzt, dann die ist da drin nicht zeigen. Ich kann mich erinnern, Setzteil war ein rosa-rotes, das waren so kleine Kartons und ja, ich muss schauen, wie das ist, weil ich glaube, dass wir das nämlich schon machen. Nein, ich hab's auf alle Fälle, ich hab's noch aufgehoben, aber schon nicht mehr lang. Mir fällt nur das ein, was wir damals von unserem Mathematiklehrer erklärt haben. Es gibt den kleinen grünen Steinefresser. Die sind so 2 Meter unter der Erde, gibt es kleine grüne Steinefresser. Ja, was ist jetzt, wenn ich ein Loch von uns jetzt durch die Erde einmal Klein Ausstieg in der Stein wieder raus. Kein Wasser in der Mund. Das war ein guter. Der sickert. Der Alexa-Witz. Der braucht. Ich habe die Alexa gefunden, da hat es den Witz dazu. Der braucht ein bisschen, aber der ist gut. Ich nehme mal einen alten Schneemann. Für zwei.
Pilze. Einfach Pilze. Hallo, alter Schneemann-Pilze. Ach, Philipp, mit der ÖBB nach Berlin, du bist ja nicht mal in Urlaub. Fritzchen ist beim Arzt und sagt, ich bin heute vom Apfel vom gefallen, fragt der Arzt. Wo? Antwortet Fritzchen. Nein, runter natürlich. Lehrerin sagt, nun Fritzchen, kannst du mir den Unterschied zwischen ausreichend und genug erklären? Fritzchen, kann ich. Ausreichend ist, wenn Mutti mir Schokolade gibt. Genug ist, wenn ich mir selber welche nehme. Ja, ich bin gar nicht. Was ist grün und dreieckig? Ein Blatt. Ein Dreieck, was ist das? Ja, das sind die einfachen Dinge des Lebens. Ne? Was ist rot und macht die Zähne kaputt? Zahnbürste. Das macht hoffentlich nicht die Zähne kaputt. Zahnmonster. Ziegelstein. Kaugummi. Ziegelstein. Ist ein Talent da abgestellt? Nein. Also, du hast ein S-Bahn, du bist Talent. Geht zwei Männer durch einen Tunnel, sagt der eine. Nächstes Mal gehe ich in den Weg. Der war nicht witzig. Was fängt mit Z an und kann schwimmen? Zwei. Ja. Zente. Eine Zente. Ja, eine Zente. Oder ein Zwan. Oder ein Zisch. Ja, Schwan könnte. Ja, Zwan. Zwan. War schon. Geht es an dem Dance entlang weiter? Das sollte ja da auch ja. Muss sein, oder? Oder da auf der alten Straße wahrscheinlich. Da fährst du ja nicht mehr Ding entlang. Dann nehme ich noch ein paar Tischen oder so aus. Ich weiß nicht, was ich mache. So viel Ketchup, Ketchup. Mama. So viel. Ja. Nice. Mhm. Also was mit der Bubu-Tüge ist, gehen zwei Zahnstocher durch den Wald, kommt plötzlich ein Igel vorbeigelaufen. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen. Wollt ihr ja alle mit ihr im Bus fahren? Ja. Den kennen wir schon. Natürlich ist super. Das ist super. Okay, zwei. Die Idee, was dabei kommen ist. Fragt der eine, wie geht's? Sagt der andere, wie man's nimmt. Wie man's nimmt. Nicht witzig. Fragt die Mutter, Niki, wie war heute? Wie war's? Niki, wie war es heute in der Schule? Antwortet Niki, ich habe das Gefühl, dass unser Lehrer selbst nicht viel weiß. Er stellt uns dort Fragen. Was? Niki? Weiß er doch nicht da allein. Hallo Niki, warum war es heute in der Schule? Holst du noch eine? Auf Lager? Unterhalten sich zwei Männer, sagt der eine. Ich finde, alle Menschen sollten bei offenem Fenster schlafen. Fragt sein Gegenüber. Wieso? Sind Sie etwa Arzt? Antwortet der andere. Nein, Einbrecher. Kann er besser einbrechen, oder wie? Geht die Kleine Ina zu ihrem Vater. Papa, ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage, kann ich bitte mehr Taschengeld haben? Die zweite, warum nicht? Warum auch? Fragt der Lehrer die Klasse, wie viele Kontinente gibt es und wie heißen sie?
Wie heißen sie? Ah, der ist ein Erleger. Warum können Geister so schlecht lügen? Zwei Schnecken treffen sich an einer Straßenkreuzung. Die eine möchte die Straße überqueren. Da sagt die andere: Vorsicht, in 2 Stunden kommt der Bus. Genau. In 2 Stunden kommt der Bus.